Früher wurden alle Leitungen als Freileitungen verlegt und nur ausnahmsweise unter die Erde gebracht. Jetzt ist es bei Gleichstromleitungen genau umgekehrt. Das ist neu, das ist eine ganz andere Planung, die da aufgesetzt werden muss. Und das müssen wir abarbeiten, das wollen wir mit der Öffentlichkeit besprechen. Auf der Methodenkonferenz in Bonn stellte die Bundesnetzagentur die Leitplanken vor, die bei der Planung der Gleichstromleitungen nun beachtet werden müssen. Bisher waren die Vorhaben als Freileitungen geplant. Jetzt sollen die Kabel unter die Erde. Die Widerstände waren so groß, dass wir ernsthaft nicht mehr davon ausgegangen sind, dass wir diese Verfahren zu Ende führen können, ohne entsprechende Widerstände hervorzurufen. Und dann ist es immer besser, wenn man gar nicht zurande kommt, dann lieber ein neues Verfahren zu wählen, mit dem man dann tatsächlich die Bundesfachplanung abschließen kann. Über das neue Verfahren informierte die Bundesnetzagentur auf der Methodenkonferenz. Die Gleichstromtrassen müssen unter ganz neuen Gesichtspunkten betrachtet und andere Kriterien berücksichtigt werden. Diese vielen Kriterien sind natürlich bei den Erdkabelprojekten ganz andere als bei Freileitungsprojekten, weil ja diese Umweltauswirkungen des Erdkabels auch andere sind. Man braucht viel mehr Informationen über den Boden, die Bodeneignung, den Bodenwasserhaushalt und kann damit nicht die Freileitungsplanung einfach nehmen und nochmal geringfügig anpassen, sondern muss ganz neu anfangen und die Planung neu beginnen. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Bürgerinitiativen diskutierten die Experten der Bundesnetzagentur die gesetzlichen Vorgaben. Dabei kamen auch kritische Fragen zum Zeitplan auf. Werden wir dadurch Gefahr laufen, dass wir doch irgendwie durch die Verzögerung des Netzausbaus die Atomkraftwerke länger laufen lassen müssen? Nein, das ist ganz klar zu sagen. Ich kenne niemanden und schon die Netzagentur sowieso nicht. Das Wirtschaftsministerium nickt auch schon fleißig im Hintergrund. In der Politik habe ich auch noch niemanden getroffen, der aus diesen Gründen irgendwo diese Entscheidung, die ist nicht mehr in Frage zu stellen. Mit dem Erdkabelvorrang hat der Gesetzgeber auf die Bedenken der Bevölkerung reagiert. Auch Kommunen und Länder begrüßen das neue Gesetz. Also es ist so, dass für uns der jetzt gesetzlich festgelegte Erdkabelvorrang wichtig ist. Nicht das Allheilmittel beim Thema Akzeptanz, aber eine wichtige Option, weil damit eben vieles an sichtbaren Beeinträchtigungen und an Befürchtungen vielleicht minimiert wird. Ich finde es gut, dass die Bundesnetzagentur in so relativ kurzer Zeit nach dem Gesetz es geschafft hat, dieses umfängliche Methodenpapier vorzulegen. Und es enthält jetzt auch schon viele Dinge, die wir im ersten Verfahren kritisiert haben. Und es gibt ein paar kleinere Dinge, über die muss man jetzt eben reden, ob man das an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen verbessern und verändern kann. Ich denke, man ist mit diesen transparenten Verfahren und mit Veranstaltungen, wie sie heute gelaufen sind, auf einem guten Weg, die Konflikte in der Gemeinsamkeit zu lösen, in einem Dialog zu lösen und auch nochmal Veränderungen herbeizuführen. Wenn ich feststelle, ja, das sind vielleicht Dinge, die dann auch in der Diskussion erst zutage treten, die ich bislang nicht berücksichtigt habe. Auch im weiteren Verfahren hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, ihre Meinung zu den zukünftigen Stromleitungen zu äußern. Mehr Informationen zu ihren Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auf www.netzausbau.de.